Willkommen zurück zu Lost Land Stories of the First Brotherhood. Wir schauen uns hier um. Das Portal wird mit einem speziellen Runenstein aktiviert. Ja. Ich weiß. Wir haben aber gerade keinen. Können wir noch ran? Die Leiter ist an einem Baum genagelt. Ja. Ey! Ich würde mich doch ausprobieren. Nee, ich glaube, das kann ich gerade nicht ändern. Ich glaube, der Hammer ist da genauso wenig hilfreich. Mhm. Das Wappen ist zu hoch. Ich kann es nicht erreichen. Ja. Ja, wir haben eine Leiter. Aber da komme ich gerade nicht ran. Vielleicht später. Cassandras Büro. Niemand da. Das ist gut. Ein goldener Stab auf rotem Grund ist das Wappen der Akademie. Okay. Ja. There's a secret passage to the library under this statue, but I don't know how to open it. We need to figure it out. Es scheint, dass in den Händen des Kriegers etwas fehlt. Ah, warte. Kann ich noch mitnehmen. Meißel. Ja, wir gucken erstmal weiter. Dies ist die Hintertür zu Cassandras Büro. Ja. Okay, kann ich auch nichts machen. Katzenschädel. Und auch hier brauchen wir einen Runenstein. Ein Gegenstand. Nur noch ein Gegenstand. So. Jetzt haben wir ihn hier noch. Dieses Wappen. Wir haben Meißel bekommen. Ah. Mit dem Hammer. Sippi. Ah, okay. Können wir daran stellen. Und wir haben Speere. Für dich. Es wird passen, ja. Das hält nicht stand. Was soll ich jetzt machen? Heroes always take a detour. Be quieter. Okay. Holy gears. I have never seen so many books. Is there anything about mechanics here? I don't know. Generally, there are books about everything here. But we need a book. Something like about demons or black smoke. Mm-hmm. Okay, ich habe hier einen Gegenstand. Und hier ist noch ein Gegenstand. Wunderbar. So, wir suchen mal wieder nach einem Buch. Ich gucke, ob hier noch irgendwo was anderes ist. Ist aber nix. Dann schau mal. This is what I need. Geister und Gottheiten. Das hier. Exactly what is needed. Formlose Geschöpfe. Rauch, Ruß und Dämonen. Wenn du schwarzen Rauch siehst, der sich unnatürlich verhält und fliegt, wohin er will, handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Muduk. Es handelt sich um einen Dämon der alten Welt, der nach einer unsachgemäßen oder nicht dem Willen des Verstorbenen entsprechenden Beerdigung auftritt. Solche Dämonen sind besonders charakteristisch für eine untergegangene Zivilisation, die vor vielen Jahrtausenden unter der Erde existierte. Es handelt sich um die Zivilisation von Kaentum. Einst war sie übermäßig technologisch und entwickelt. Einige Legenden besagen, dass einzelne Hochburgen dieser Zivilisation noch irgendwo existieren. Die meisten ihrer berühmten Städte sind jedoch verfallen. Abenteurer finden sie gelegentlich.
Heimtum. Heimtum? What kind of civilization is this? It seems technologically advanced. That's it! I know what kind of civilization it is! I discovered similar ruins yesterday! What? Did you notice anything unusual there? Yes, everything was unusual there. My sister and I snuck into some temple where I accidentally opened a sarcophagus and took a beautiful dagger from the sarcophagus. You accidentally took a dagger from a sarcophagus in the unknown temple? You described it exactly. Boy, this is no joke. Do you know that the world is full of cursed things that you shouldn't touch? Wait, I remembered one more thing. When I opened the lid of the sarcophagus, darkness thickened around me. It became even colder, and I heard some vile whisper. Where did it happen? I need to explore that place. In the dungeons of the canyon. I have a shelter there. Well, you know, a man's lair. And there I have a There is a dolmen in the canyon. This means that we can get there from the academy. What's our plan? There's a map of dolmens in the rector's office. We'll find out there which dolmen we need to get into the canyon. How can we get into the office? Through the back door in the backyard. But we need special keys that are stored in the archive of the library. Okay. This is the archive section. The oldest and most valuable books are stored here, but there are also various artifacts. In particular, runestones for dolmens, and spare keys to the rector's office. Why does it seem like someone has been here before us? It was me. Ja, wir schauen mal, würde ich sagen. Hier gibt es keinen Schlüssel, okay? Wow, what a thing! It's just a pity that we don't have a device that would immediately show us the place where the keys are. What did you just say? That's a great idea. We can prepare a special potion that will help us find what we're looking for. Follow me to the library sections. We need a book from the potion enhancers category. Zaubertrankverstärker, aha. Ich bin tief. Mhm, okay. Ach, ich weiß nicht, macht es Sinn, sich hier jetzt noch umzuschauen? Das sind ja die Dolmen. Gut, nee, ich würde sagen, gucken erstmal. Alchemie. Exactly what is needed. Okay. 13, hier. So, these are the recipes for two twinned potions. We need to prepare them. Now let's go to my hideout. It's at the end of the corridor. Katzenintuition. Quellwasser, Schnurrhaare des Eisleoparden. Ja klar, wo soll ich die denn herkriegen? Fünfblättriger Klee, Vekoniumkohle. Ja, also das meiste davon wüsste ich jetzt sogar, wo wir das finden. Was haben wir hier? Elefantengedächtnis. Quellwasser, versteinertes Mammutgehirn, sonnige Weidenblätter und Paläolithkohle. Hatten wir auch schon. Okay. Zaubertrankbuch. Ordnen die Bücher so an, dass die Muster auf den Buchrücken wiederhergestellt werden. Ja. Ich muss das mal gucken. Das sieht mir nach einem Anfang aus. Hier. Machen wir das mal hier hin. Was ist das hier? Könnte vielleicht auch hier hinpassen. Das sieht gut aus. Thank you.
Ja. Warte, ich glaube, wir beschäftigen uns erstmal mit dem hier. Ah, sehr gut. Eine Schnecke. Das ist ja knuffig. Hier, du gehörst bestimmt hier unten hin. Das auch hier. Und das hier sieht mir nach einem Löwen aus. Hier. Oh, cool. Here, this is my office that no one knows about. I hope. Oh, you have your own lair too? My respect. Ja, okay, dann schauen wir uns hier um, Wolfschädel. Haben wir einen Gegenstand? In die Spitzhacke. Sehr gut. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. Schrankschlüssel. Und das war's auch schon. Hier noch einen anderen Gegenstand. Hier können wir die beiden Tränke zubereiten. Leere Flaschen. Da unten können wir ran. Achso, das ist nicht relevant. Mit einem Schlüssel verschlossen. Das sieht doch gut aus. Das ist nicht das, was ich brauche. Ein versteinertes Mammutgehirn. Toll! Yay! Das brauchen wir nicht, was auch immer das ist. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ja, ist ja gut. Die Schnurrhaare des Eisleoparden. Na Gott sei Dank. Genau das, was gebraucht wird. Wunderbar. Haben wir hier denn noch irgendetwas anderes? Kriege ich die eine hier nicht mehr zu, doch jetzt. Ja. Anscheinend nicht. Ich finde zumindest gerade nichts. Und die erstmal dahin. Ich würde sagen, wir besorgen jetzt erstmal die anderen Sachen. Quellwasser brauchen wir auf jeden Fall. Hier ist doch dieses Paläolith-Vorkommen. Mit der Spitzhacke vielleicht? Wunderbar. Supi. Genau. Genau, Quellwasser. Und dann brauchen wir noch den Klee. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter zurück. Genau, hier haben wir den Klee. Das müsste passen. Und hier haben wir... Ich brauche etwas, um das Wasser... hineinzubekommen. Ja. Sehr gut. So, und das grüne Zeugs hier können wir noch mitnehmen.
Das sieht doch ganz gut aus. Sonnige Weidenblätter. Ja, die fehlen mir noch tatsächlich. Hm. Hier sieht so gar nichts sonnig aus. Ja, ich glaube, hier war auch gar nichts weiter zu finden, ne? Hier haben wir nur irgendwelche Tiere drauf abgebildet. Hier haben wir das. Können wir noch an das Buch ran, aber das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ach! Was ist denn mit dir hier? Kann ich da nicht ran? Ich kann die Krone nicht erreichen. Ha! Sonnige Weidenblätter. Okay, cool. Danke. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, dann können wir ja hier lang. Können wir das alles zusammentun? Ach du meine Güte. It's magic. I'm trying to light a fire in the crystals. Stell das richtige Muster wieder her. Was ist das? Ja. Ich muss erstmal gucken. So, warte mal. Hier haben wir was Grünes. Hier haben wir auch was Grünes. Ich würde sagen, du kommst mal hier rüber. Hallo. Danke. So. Erstmal sortieren hier. Ah, dann gehörst du hier hin. So. Ja, das klappt nicht. Du gehst hier hin. Dich setzen wir, glaube ich, hier hin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann habe ich nur noch mein Problem mit ihm hier. Nee, du bleibst, wie du bist. Besser, wenn ich euch vielleicht tausche. Aber jetzt habe ich hier einen zwischen, der... Ne, das kannst du auch vergessen. Das ist völliger Quatsch, den ich da gerade gemacht habe. Das ist so schon richtig, sonst habe ich den hier oben ja nicht. Das macht also keinen Sinn. Die beiden müssen schon so bleiben. Es sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie ist das nicht das Richtige. Wie kriege ich denn diesen, warte mal.
Ja, genau, diesen Strich will ich aber eigentlich unten haben. Ne, das will ich jetzt auch nicht. So will ich das. Genau. So war es gedacht. Was nun? Ich muss die Anweisung befolgen. Ja. Hier, Katzenintuition. Ich muss erst mal schauen. Quellwasser. Ja. Das wäre rein. Womit fange ich denn an? Nicht mit Quellwasser. Oder fangen wir hier mit den Schnurrhaaren an? Nein, auch nicht. Wir können ihn hier als erstes nehmen. Aha. Das habe ich aber eben auch schon versucht. Okay, naja. Was soll's. Also doch das Quellwasser. So, dann machen wir das hier rein. Dann kommt das hier rein. Und das kommt da rein. Zaubertrank der Katzenintuition. Ja, wunderbar. Elefantengedächtnis. Danke. Quellwasser. Und dann machen wir das hier rein. Dann kommt das hier rein, ne? Nein. Das erstmal draufstellen. Jetzt kommt es da rein. So. Wunderbar. Great. Now let's go to the door in the backyard. Ja, okay. Tun wir das, wenn er das sagt. Und was nun? I need to drink the elephant's memory potion to see the hidden keys in the library archive. I memorized it. Now let's go to the archive to look for the keys. Ich brauche spezielle Schlüssel, um die Sperrräder zu drehen. Sie sollten im Archiv der Bibliothek aufbewahrt werden. Ja, ja. Ich weiß. Now I need to take the second potion. Aha. Well, do you see anything? I think so. So, meint er das, ja? es sieht nicht wie ein Schlüssel aus. Hier! Der Schlüssel ist in der Box. Wie kann ich sie öffnen? Ich weiß nicht, ich glaube, müssen wir irgendwas draufsetzen, ne? Jeder Stein ist individuell für den entsprechenden Dolmen, ja. Der Schlüssel ist der Kopf des Vogels. Wie kann ich durch die Gitterstäbe kommen? Tja. Weiß ich nicht, mit dem Hammer hier? Oder mit der Sichel? Nein. Brauchen wir irgendwas anderes? Hier ist ein Schlüssel. Klicke auf die Steine in den Ecken des Buches, um die Reihenfolge ihrer Beleuchtung zu wiederholen. Ja, das musst du mir nochmal zeigen. Danke. Ja, können wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Eine Laubsäge.
Kameras geheimer Schlüssel. Was? Ah, Teil der Pferdefigur. Und das mache ich jetzt. Ja, okay. This magic of yours is a great thing. Come to us when you graduate from school. No, I'm more interested in mechanics. Ja, okay. Oh. Hier haben wir noch. Haben wir noch einen Gegenstand? Ich weiß nicht. Habe ich den auch schon gefunden? Ich gucke einfach nochmal eben. So finde ich jetzt gerade nichts, aber hier kommen wir ja. Nochmal wieder. So. Gib den richtigen Code ein. Du hast vorhin die Hinweise auf die entsprechenden Farben gesehen. Ach. Ja. Also ihn hier weiß ich noch. Okay, wir gehen noch rein. Your rector's office is cool. Our Mr. Dorner doesn't have something like that. This is a utility room. The office is next door. Ja, okay. Nein, das machen wir im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.